Ich habe Fanpost bekommen. Dieses Mal zwei Fanpakete. Und was mir benachrichtigt wurde, was unter anderem auch in diesem Vollfett-Zuschauerpaket drin ist, das brauche ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Und deswegen, weil ich das in den nächsten Tagen auf jeden Fall brauche, werde ich beide Fanpakete jetzt schon öffnen. Na, aus Spannungsgründen fange ich mit denen hier an. Aufpassen beim Beschneiden. Da mache ich vorsichtig. Prüfen, was drin ist. Diese Fanpost kommt von Markus B. Zeitungspapiere. Hallo Naturin, ich bin Moritz aus Stuttgart und weil ich 5 Jahre alt bin, kann ich keine Premium-Mitgliedschaft machen oder wie das heißt. Das ist absolut gar kein Problem, Moritz. Deshalb mache ich Bierpower für dich und mein Papa hat ein Bier für dich gekauft, aus da, wo ich herkomme. Ich würde mich über ein Bierpower von dir zurück sehr freuen. Jetzt muss ich aber, weil es gibt heute Kartoffeln mit Spinat zu gefressen, mit viel Fett, weil Fett schmeckt gut. Kartoffeln mit Spinat sind lecker. Moritz. PS, mein Papa und meine Mama erlauben dir, mein Bierpower-Bild zu zeigen und meinen Brief zu lesen, wenn du das möchtest. Sehr schön. Besten Dank, Moritz. Sehr schön, sehr stark. Das freut mich sehr. Und das in dem Alter, das macht mich irgendwie stolz. Das Foto, das werde ich auf alle Fälle ganz gut aufbewahren. Mach genauso weiter. Immer dranbleiben. Wenn du genauso weitermachst, dann bin ich mir ganz sicher, dass du eines Tages ein Top-Sportler im Bereich Calisthenics werden kannst. Genau, mach genauso weiter. Hier ist noch etwas. Ein Bild für mich? Vielen, vielen Dank, Moritz. Das freut mich sehr. Du hast mir eine große Freude zubereitet. Ich werde auf alle Fälle die beiden zusammen sehr gut aufbewahren. Und ebenso viel großes Dankeschön für das Bier. Stuttgarter Hofbräu, Pilsener. Ich glaube, das kenne ich sogar noch gar nicht. Also zumindest ist mir das jetzt gar nicht bekannt. Ich werde das jetzt direkt ausprobieren. Jetzt Stuttgarter Hofbräu, Bierstart kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, echt gutes Dosenbier, gefällt mir sehr. Und vor allem, weil das regionales Bier ist und das ist natürlich interessant, auch mal Biere zu probieren.
den man so sonst nicht kennt. Ich bin mir tatsächlich nicht zu 100% sicher, ob ich schon mal Stuttgarter Hofbräume probiert hatte. Aber wenn das mal der Fall gewesen sein sollte, dann war das wahrscheinlich auch viel zu lange her, dass ich das irgendwie in Erinnerung habe. Ja, gutes Bier. Ich werde, Moritz, ich werde auf dich gleich ein Bierpour machen gehen. Aber bevor ich das mache, werde ich das andere Paket noch öffnen. Und wenn ich das andere Paket geöffnet habe, dann werde ich rausgehen und auf dich ein Bierpour machen gehen. Ich glaube, genau so mache ich das. Oh Scheiße, mir ist etwas Grauenvolles passiert. Und zwar mein Akku von der Kamera war alle gewesen. Und genau in diesem Zeitpunkt war auch der Akku von meiner Leuchte alle gewesen. Sodass ich beides laden musste. Und genau, und währenddessen ich dann abgewartet habe, bis die vollgeladen waren, bin ich eingeschlafen. Sodass ich das Fanpost-Öffnen-Video jetzt am darauffolgenden Tag fortsetzen tue. Und bevor ich das Paket aufmache, wollte ich euch etwas zeigen. Und zwar das hier. Das sind keine Kartoffeln, sondern das sind deutsche Kartoffeln. Und hier, ich habe noch Spinat dabei. Genau. Aber ich werde das hier heute nicht essen, weil ich habe noch Fressen von gestern. Ich habe gestern Chicken Nuggets mit Nudeln gemacht. Mit geschmolzener Käse und frischer Salat mit Gurken drin, mit Blattsalat und Zwiebel und Möhren und Joghurtdressing. Genau das habe ich gestern gemacht. Für gestern und heute. So, jetzt Fanpaket öffnen, Video, Fortsetzung, Start kommt. Diesem Paket, da sollte auf jeden Fall etwas drin sein, was ich wie gestern angesprochen habe. Auf alle Fälle die nächsten Tage gebrauchen muss. Hier, Bergsteigerhelm. Das hier, das ist eine Nasenhans Bergsteigerhelm. Und mit dem Absender, ich hatte mit ihm geschrieben gehabt, viele Grüße an Helmut und besten Dank dafür. Er hat mich für eine Bergwanderung eingeladen und das wird die Tage durchgeführt. Und deswegen muss ich das hier mitnehmen, weil nicht, dass ich dann beim Bergwandern auf den Kopf falle und noch mehr diese ganzen Gehirnzellen runterfallen und kaputt gehen und auf der Erde aufplatzen und sowas. Deswegen muss ich das mitnehmen. Das ist wichtig, glaube ich. Das wird meine erste Bergwanderung werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Große Vorfreude. Es wird erholsam und episch. Bierpower aus Mannheim. Ui, Bierpower. ICE-Bahnfahrkarte von Bremen bis nach Garmisch-Partenkirchen und zurück. Vielen Dank für deine Einladung und für die Hin- und Rückreise. Und das wird auf jeden Fall eine richtige Voll-Cool-Zeit sein, hier im Zeitraum zwischen den 5.8. und den 9.8. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Das wird auf jeden Fall eine Voll-Fett-Videoserie werden. Und ich weiß nicht, was ich noch anderes sagen kann, außer besten Dank dafür. Ich werde mich auf jeden Fall über die Zeit sehr freuen. Hier...
Hier, Gläsern. Und hier ist Bier drin. Mach das erstmal auf. Ich habe gerade hier diese beiden Biere hier ausgepackt und das sind beides dieselben. Hacker Porsche Kellerbier. Ich bin mir auch unsicher, ob ich den mal schon mal probiert hatte. Ich bin sehr gespannt drauf. Und hier, guck mal. Diese Gläser hier, ich habe bisher immer nur, oder nee, ich habe bisher ein 2CL Jägermeisterglas. Aber das hier, das sind voll die Vollfettgläser mit 0,1 Liter. Was da hier drauf steht. Jetzt habe ich zwei 0,1 Liter Jägermeisterglas. Und darauf werde ich jetzt auf Helmut ein Bier trinken. Ja, also ich bin zwar viel eher ein Pilzliebhaber, aber ich muss wirklich sagen, der lässt sich auf jeden Fall gut trinken. Also hat auf jeden Fall auch so einen schönen, entspannten Geschmack. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ich glaube, ich hatte vorhin irgendwas von Hacker Porsche gesagt. Aber das heißt Hacker Pschor Kellerbier. Bin mir auch unsicher, ob ich den schon mal getrunken habe. Aber interessant. Ich werde jetzt ganz entspannt dieses Bier hier austrinken. Und dann werde ich auf Moritz einen Bierpower machen gehen. Ich bin draußen und ich habe hier einen Bierpowerbaum gefunden. Und dieser wird jetzt auf Moritz gebierpowert. Bierpower! Ich habe gerade auf diesem Bierpowerbaum Bierpower gemacht und jetzt werde ich wieder nach Hause gehen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und jetzt werde ich erstmal die Videos rüberziehen und das Video beschneiden gehen. Und das fertige Video zu diesem Zeitraum veröffentlichen, planmäßig, währenddessen ich mit Helmut unterwegs bin.